Berlin, von ganz oben. Ich befinde mich heute über den Dächern der Hauptstadt. Warum? Na, ist doch klar. Ich bin auf einer weiteren Überraschungsmission. Tolle Aussichten. Aber nicht nur wegen dem Blick über Berlin, sondern wir haben einen echten Weltstar zu Gast. Lindsay Stirling, die Teufelsgeigerin. Die US-Amerikanerin mit über 1 Milliarde Klicks allein auf YouTube schreibt, choreografiert, spielt und tanzt ihre Songs selbst. Lindsay Stirling und ihren allergrößten Fan, Lilly. Lilly und ihre Geige sind eine untrennbare Einheit. Statt wie ihre Altersgenossen mit dem Smartphone zu spielen, spielt die Münchnerin lieber Violine. Nach Berlin habe ich sie allerdings mit einer kleinen Notlüge gelockt. Ach! Hallo! Hallo! Ich bin der Henning. Hi, ich bin die Uli. Freut mich. Du musst Lilly sein. Ja. Was hast du denn da mitgebracht? Meine Geige. Die sieht ja cool aus. Die hat die Mama und ich entwickelt. Super cool. Schön, dich kennenzulernen. Komm mal mit. Du kommst ja nicht aus Berlin, glaube ich, ne? Nee, ich komme aus München. Hier, das ist so der weltberühmte Himmel über Berlin. Wahnsinnig interessante Stadt. Und das würden wir halt eben ganz gerne so ein bisschen aufpeppen. Und ich habe gehört, dass du mir dabei helfen kannst. Das würde ich gerne heute mal ausprobieren. Mal gucken, was du halt eben mir so alles feelen kannst. Mhm. Ja? Lilly erzähle ich noch, dass wir ein Video über die Hauptstadt drehen wollen. Mit der Musik von jungen Künstlern. Du bist ja gerade erst mal 11 Jahre alt, glaube ich, ne? Ja. Und wie kommt man dazu, mit 11 Jahren schon Geige zu spielen? Also, ich wollte mal Schlagzeuger werden. Ich hab meine Eltern versucht, ein Jahr lang zu überreden, dass ich Geige spielen darf. Mhm. Und sie haben es nicht erlaubt. Was? Irgendwann meine du hast ja coole Eltern. Ja, und dann hat die Mama gefragt, warum ich denn Geige spielen will. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dass ich den Klang so schön finde. Was ich mir vorstelle, kannst du hier gleich noch ein bisschen warm spielen. Ich glaube, eine Fingerübung oder das sowas. Das geht eigentlich. Nee, du musst dich warm spielen. Ich spiele einmal so mein Lieblingslied. Nein. Welches ist das? Drowsy Maggie. Das habe ich auch auf dem Einrad gespielt. Und auf dem Einrad? Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Vorbilder, die du hast? Ja. Lindsay Stirling. Die spielt Geige und tanzt dann dazu. Ach, cool. Und das finde ich sehr cool. Geige spielen ist ja schon eine Kunst für sich. Einradfahren aber auch. Beides zusammen zu beherrschen, ist einfach atemberaubend. Lindsay hat dieses Video gesehen und wollte direkt Lilly treffen. Ich freue mich richtig, heute hier mitzumachen und vor allem die kleine Lilly kennenzulernen. Ihre Videos habe ich ja schon gesehen. Total beeindruckend. Sowas könnte ich nicht. Aber ich muss jetzt leise sein, denn sie ist nebenan und weiß noch gar nicht, dass ich hier bin. Ich freue mich, sie heute hier zu überraschen und gleich mit ihr zu reden. Das wird toll. Lilly denkt immer noch, dass es gleich mit dem Videodreh losgeht. Und so spiele ich weiter den Regisseur, der viele scheinheilige Fragen stellt. Wie hieß sie nochmal, dein Vorbild? Lindsay Stirling. Genau, Stirling. Kannst du von der auch was spielen? Mhm. Was denn? Crystallize. Man kann sich das auch auf YouTube angucken und das Video ist total cool. Ganz kurz, wie heißt der Song? Crystallize. Und der ist von dieser Lindsay Stirling. Linda Stirling, hätte ich fast gesagt. Weißt du, was Crystallize heißt? Ein Crystal ist ein Kristall. Wenn du das noch ein Stück weit rüberbringen kannst, fängst du noch mal von vorne an. Ganz kurz, entschuldige, dass ich noch mal ba, bo, ba, 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 da, 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 da. Es ist natürlich eine große Qual für mich, so ein talentiertes junges Mädchen halt eben dann zu piesacken und zu sagen, nee, mach das noch mal, du musst dein Herz sprechen lassen und was ich mir da alles ausgedacht habe. I am excited. Ich bin selbst schon ganz gespannt. So eine Überraschung habe ich auch noch niemandem gemacht. I've done anything like this before. Damit Lilly nicht merkt, wer sich im Nebenraum für seinen großen Auftritt bereit macht, greife ich zu einem letzten Trick. Lilly, verzeih mir. Du spielst wirklich super. Umso mehr wirst du gleich staunen. Ich setze dir mal die Kopfhörer auf.
Und jetzt kommt halt eben dieser Song Crystallize von der Lindsay Stirling, genau. Mach einfach mal eine Minute lang die Augen zu und versuch dich da reinfallen zu lassen. Und gleich wird Lilly ihren Ohren nicht trauen, wenn sie quasi Stereo beschallt wird. Weißt du, wer das ist? Hey! Hi! Das ist Lindsay. Meet Lily. It is so nice to meet you. Sie freut sich, dich kennenzulernen. Hi! Du bist ja so talentiert. Du bist vermutlich die erste Einradgeigerin der Welt. Wie beeindruckend, dass du dir das selbst beigebracht hast. Ich habe auch noch ein kleines Geschenk für dich. Meine Halskette. Die ist für dich. Sie soll dir immer Mut machen und dich daran erinnern, dass sich am Ende das viele Üben und die Mühen auszahlen. Willst du es mal anlegen? Soll ich dir ein paar Tanzschritte beibringen? Ja, hast du Lust zu? Ich nehme mir immer zuerst den Song und die Violine vor. Dann kommen die Tanzschritte. Es wäre zu schwierig, sich gleich mit beiden zu beschäftigen. Ich liebe deinen Style. Wir tragen beide Streifen, wir haben beide geflochtene Zöpfe. I feel like we're like sisters. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ja, wir sind wie Schwestern. Ja, genau. Das seid ihr wirklich. Also heute war ein ganz besonderer Moment, weil man es erleben konnte, dass Lindsay und vor allem auch Lilly beide die Kamera vergessen haben. Und es war wie zwei Freundinnen, die miteinander spielen. Lass es uns einfach versuchen. Das macht nichts, wenn es nicht gleich klappt. Erinnere dich an deinen ersten Versuch mit dem Einrad. Es wird nun ähnlich sein. Und ich kann das gar nicht mit dem Einrad und der Geige. 5, 6, 7, 8. Du bist so gut. Das ist richtig schwierig. Ich bin wirklich beeindruckt. Not easy, and I'm impressed. Yeah. Lilly und Lindsay. Die beiden gehen miteinander um, als würden sie sich schon ewig kennen. Schau mal, beim Echo Award durfte ich dieses schöne Kleid tragen. Ich habe mich wie eine Prinzessin gefühlt. You are. Magst du es mal anprobieren? Arme durch. Lilly fühlt sich heute auch ohne Lindsays Showgarderobe schon wie eine Prinzessin. Du siehst so hübsch aus. Und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Komm hier hoch und dann dreh dich mal. Das macht doch richtig Spaß, oder? Cool. Lindsay und Lilly ist auf jeden Fall ein perfect match. Lindsay Stirling ist einfach eine perfekte Künstlerin, die hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und Lilly ist auf ihre eigene Art und Weise wirklich wie so eine Pippi Langstrumpf mit Geige. So,
So, ich denke, wir sind jetzt bereit. Nun können wir ein Musikvideo zusammen machen, so wie bei MTV, weißt du? Hast du Lust? Alright. Yes. Let's do it. Sie hat so einen schönen Teint, sie braucht gar kein Make-up. Ich find's richtig cool. He's cool. Immer wenn ich dann irgendwie nichts zu tun habe, frage ich Mama immer, ob ich auf dem Fernseher Videos von ihr angucken kann. I love music videos. Ich liebe Musikvideodrehs, die mache ich am allerliebsten. Sie mag nämlich auch Glitzer. Machen wir zu. Oh, that's pretty. Guck mal, wie schöne Haare sie hat. Yeah, so maybe like a... Like up here? What do you think? Ja. Möchtest du lieber, dass die Haare so nach oben gehen oder möchtest du, dass sie lieber so runterhängen wie zwei Zöpfe? Also ein bisschen guckt was raus and we make a bun up yeah, there. Yeah, let's do it. So then we have something to... So we got like, both. Yeah. We'll do both. We can't decide. Wir können uns für keinen Look entscheiden, also machen wir beides. Lindsay hat assistiert, während die Jule der Lilly die Haare gemacht hat. Also was Schöneres kann man eigentlich gar nicht haben. Und das war der schönste Moment eigentlich zu erleben, dass es nicht mehr um die Kameras ging, sondern wirklich nur noch um die beiden. Das ist das Schönste. Zieh ich nicht mehr aus. Du siehst so hübsch aus. Wow, looks like a lady. Shine bright like a diamond. Alright, ready to perform? Bist du bereit aufzutreten? Yes. Machen wir hier auch nochmal. Gleich geht's los. They always say, man sagt immer last looks und dann kommt nochmal die Maske. Okay. Alright, are you ready? Bist du bereit? Okay, it's video time! 5, 6, 7, 8! Es fühlt sich cool an, so ein Geschenk von so einer ganz großen Geigerin zu bekommen. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, mit einer richtigen Star-Geigerin zu spielen. Natürlich wollte Lindsay es live sehen, wie Lilly auf ihrem Einrad Geige spielt. Das muss so schwierig sein. Wow, voll beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie du das auf so kleinem Raum machst und auch noch dazu Geige spielst. Toll, super. Du hast echt Talent. Ein Star zum Anfassen, ein Glücksbringer von ihrem großen Vorbild. Ist das hier alles nur ein wunderschöner Traum? Nein, Lilly, Lindsay war wirklich heute nur für dich da.